würde dann gerne einen Blick, während Trajo, ihr du bist ja. Alchemiker anfertigt, über eure Schulter werfen. Vielleicht Ja, kann ich noch würde ich mich etwas lernen. anschließen. Trajo, du musst du jetzt auch bezahlt werden von mir? Nee, ne? Du bist ja nur Aufpasser, oder? Ich bin da oben, ich überwache dieses ganze Geschehen, damit nichts geschieht, was dem Praius nicht gefällt. Okay, dann. Ich müsste ihn natürlich auch nicht bezahlen. Die Gunst der Götter ist mir Belohnung genug. Ja, okay. Mein Gott verlangt von mir, bezahlt zu werden. Ah, ein Jüngerkurs. Oder ein Jünger Hexens. Beide. Mir ist beides recht, glaube ich. Aber Preios wäre mir noch lieber. Also, wie gesagt, die ganzen klassischen Zutaten habe ich schon. Das habe ich ja eben aufgezählt. Aber wir brauchen noch einige nicht derische, sondern göttliche Alchemiker. So himmlische Sachen. Ich kann das gerade mal Himmlisch. vorlesen. Moment, das muss ich aus dem Bosbarane übersetzen. Das ist hier in dieser alten Inschrift. Also, wir sollen einen gurwanschen Choral O du mein Himmelslicht singen. Und zwar fehlerfrei während des Rituals. Wollen singen? Kann irgendjemand von euch singen? Ich kann nicht mal den Namen von diesem Choral aussprechen. Einen uruguayischen Choral, also. Also, ich habe hier in meinem alten Vademecum, das kann ich euch geben, da habe ich den Text schon rausgesucht. Das ist der angestrichene hier dabei. Ihr kennt ihn nicht auswendig. Muss er gesungen werden oder Reicht es, wenn man müssen ihn wir ihn spricht? singen? Nein, nein, die Frage ist, müssen wir ihn singen oder muss er nur gesungen werden? Er muss während des Rituals erklingen. Ah, nun, dann müssen wir ihn nicht singen, sondern können die es gewissermaßen auslagern. Eine vortreffliche Idee. Das ist sehr Ja, gut. aber wer soll das denn machen? Habt ihr hier keinen Chor? Es wäre mir eine Ehre. Also ich muss sagen, meine Stimme ist geschult. Ich habe schon den ein oder anderen Gesangsunterricht beigewohnt. Dann haben wir schon mal zwei Stimmen. Ich kann mitsingen, wenn ihr wollt. Dann haben wir drei Stimmen. Wie viele brauchen wir denn? Ich weiß nicht. Je mehr, desto besser. Naja, manchmal ist. Wir werden das üben. Weniger mehr. Weniger auch mehr, in der Tat. Ich Das ist zumindest was, was beim Ritual erklingen muss. Und naja, wir haben noch 10 Tage Zeit zum Üben. Aber werte Wasserknecht, könnt ihr mir euer Vandemonikum kurz geben? Dann würde Ein ich Travikur Vademecum. schnell eine Abschrift anfertigen, dass Ja, er hier. es Kannst. bereits erlernen kann. Hier. Sie hält dir das Vademecum hin. Gut, dann krame ich in meiner Seitentasche und hole einen Kohlestift und etwas Pergament, das schon leicht mitgenommen ist aus meinem Wandertagebuch, und fange an, es abzuschreiben. Ihr könnt auch ein Vademecum kaufen. Die gibt es hier für, ich glaube, ein halbes Silber. Ein halbes Silber nur, natürlich. Also, ihr könnt auch mehr als Spende da lassen, aber ich glaube, die Druckkosten liegen bei einem halben Silber. Travigor, wenn ihr Interesse an Vareneka habt, denn ich kenne da einen Händler aus Gareth, der hat ihm alle 12 im Angebot und er würde sie euch sicherlich zu einem Vorzugspreis überlassen. Alle 12, ich bin Alle interessant. 12. Nun, alle 12 brauche ich dann wahrscheinlich eher weniger, aber Praios ist schon Aber wichtig. wollt ihr nicht im Glanze aller 12 Götter ein gefälliges Leben führen? Ach so, ja natürlich, aber ich dachte nur, nun, das von Firun wird wahrscheinlich relativ dünn sein, und nun bei Raya, ob ich da wirklich reinschauen sollte, ich weiß es nicht. Ach, unterschätzt das von Firun nicht. Ich habe gehört, die Hüter der Jagd haben einige sehr interessante Gebete und Rituale, die sie dort niedergelegt haben. Also. Könnt ihr lesen? Oh, jetzt tut ihr ihnen aber Unrecht. Ach, nee, entschuldigt, entschuldigt. Respektabel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieses Lied bei der Alchemie helfen soll, aber vielleicht hilft es ja. Also Paya schaut ja zu, wenn wir brauen, und wir sind da auch. Dann vielleicht klappt das. Vielleicht lockt es einfach ihr Interesse auf euch und er hält schützend seine Hand über euch, Das ist eine dass gute es euch Idee. besser gelingt. Ihr seid voll schlau. Okay, dann, das ist das nächste. Moment, ich muss das gerade nochmal übersetzen. Wir sollen einen Menschen finden, der frei von Schuld ist. Priodur, bist du frei von Schuld? Niemand ist frei von Schuld.
Ein Niedermensch frevelt bereits im Herzen. Doch wer dies erkennt und aufrichtig bereut, dem wird Preis Verzeihung gewähren. Nun, ich würde sagen, es gibt Menschen. Denk doch mal an die Kinder. Was ist mit Kindern? Genau. Hm. Die Kinder sind doch frei von Schuld. Also die ganz Kleinen. Kinder wurden von Zar gegeben ohne Schuld. Richtig. Ist hier irgendwo ein Baby? Ein jeder frevelt. Ja, natürlich. Aber noch nicht so viel, wenn man so jung ist. Moment. Wir werden kein Kind in einen Alchemietopf werfen. Oh, Nein. Naja, wir werfen ja auch keinen Gesang in den Alchemietopf. Ich möchte nur darauf achten, das wäre eine rote Linie, die zu überschreiten, ich nicht gedenke. Ich glaube nicht, dass das da rein soll. Ich glaube, das soll nur anwesend sein, oder? Ich auch so. Eine Frage dazu, steht da tatsächlich ein Mensch, der frei von Schuld ist? Ja, dann können wir Tiere ausschließen, oder? Ja, schade, weil sonst hätte ich irgendein pflanzenfressendes Tier vorgeschlagen. Nee. Könnte man auch eine Pflanze nehmen? Nur ja, hier steht je. Homo, das ist halt schon der Mensch. Elfen und Zwergen schließen wir da mal kategorisch aus, oder? Echsen auch. Ich glaube, Zwerge sind ja auch eher mit Angrosch im Bunde, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und Elfen beten gar nicht zu den Göttern. Das spielt doch jetzt auch keine Rolle. Hier steht Mensch, das ist relativ klar formuliert. Wenn ich einen Vertrag aufsetzen würde und mir jemand einen Zwerg unterjubeln würde, das wäre nicht unbedingt. Ja. Mhm. Im Sinne der Sache. Okay, das heißt, wir müssen auf die Suche nach einem Kind gehen oder sowas, ja? Am besten nach einer werdenden Mutter, deren Niederkunft in den nächsten 12 Tagen ist. Aber das ist ja richtig gut, weil Prior, du kannst ja auch einen Segen sprechen, ne? In der Tat. Machst du das für uns? Natürlich, es wäre mir eine Ehre, ein Neugeborenes zu segnen. Und Prior, du solltet doch mal sicher gehen, dass das Kind tatsächlich nur dem Ritual beiwohnen muss. Natürlich muss es beiwohnen bei deinem Geburtssegen. Wie habt ihr euch das vorgestellt sonst? Nein, ich meine unser alchemistischen Vorhaben. Also, ich habe das hier schon gesehen, weil, also, hier, seht das mal hier. Also, hier sind Silbergrammanzahl. Und ich soll das Silber erstmal einkochen und den Bernstein zerstampfen mit Mörser und Pistill. Die Adernfedern soll ich kochen und mit Öl übergießen, Wasser und Alkohol. Klingt sehr interessant. Wie geht es dann weiter? Nein, was ich meine ist, wir haben hier für Vitriol und Silberstaub haben wir halt genaue Mengenangaben, an die ich mich halten muss. Und das steht ja hier bei diesem Menschen nicht dabei. Da steht nichts bei. Und mit dem Gesang ja auch nicht. Da steht ja auch nicht 5 Gramm Gesang. Das geht ja auch gar nicht. Und der Mensch muss das nicht zubereiten, der frei von Schuld ist. Das wird dann langsam kompliziert. Das muss ich zugeben. Nee, ich glaube nicht, dass er das zubereiten muss. Ich glaube auch nicht. Würdet ihr mir das Rezept einmal zeigen? Hier, bitteschön. Ja, ich würde mir das einmal durchlesen. Nun? Nein, das sieht in der Tat nicht so aus, als wäre ein Neugeborenes in der Lage, das zuzubereiten. Ich denke, die Vorbereitung würden wir euch überlassen. Ja, ihr müsst mir nur bei der Beschaffung der Zutaten helfen. Also, ich muss auch schon selber kochen, weil das ist ja meine Abschlussprüfung. In der Tat. Okay, das nächste. Könnt ihr Bosparano, könnt ihr das ja selber vorlesen? Wirf mal auf Bosparano. Alle? Midas hat's gerade in der Hand. Okay, ich muss mal gucken. Ich würde ihm gerne ein wenig über die Schulter. Aber nämlich kein Bosparano. Okay, dann hast du gerade einfach nur gelogen. Oder so bestätigt. Gut, ja, dann guckst du so ein bisschen drauf und gibst es mit einem Lächeln weiter an entweder Geron oder Tau. Gib's an Tau weiter. Dann wirf mal Bosparano. Aber. Das ist gelungen. Ja, du musst ein bisschen länger lesen. Die Schrift ist unglaublich alt und schon erstaunlich, dass diese jungen Novizen das Bosparano so gut beherrscht. Aber nach und nach kannst du das übersetzen. Die Helden sollen eine Trophäe über den Sieg eines mächtigen Feindes. Ah, das ist schlecht zu lesen. Der Priuskirche besorgen.
als Antidonaria. Könnt ihr das nochmal wiederholen, bitte? Wir brauchen eine Trophäe über den Sieg eines mächtigen Feindes der Priorskirche. Also, wenn ich die anderen richtig verstanden habe, dann habt ihr halt einen schlechten Ruf, aber ich glaube nicht, dass ihr Feinde seid, oder? Priodur, sind es Feinde? Aber ja, noch nicht. Noch nicht. Travigor, hast du noch etwas von diesem Wesen, das uns damals angegriffen hat? Hat es irgendetwas verloren, das wir aufgesammelt haben? Nicht, dass ich wüsste. Es war dann... Nein. Ich denke nicht, dass ich was davon geborgen habe. Welches Wesen denn? Oder der Rondra-Geweihte, der verdorbene Rondra-Geweihte, den wir nach Gareth geschafft haben. Und wäre das nicht eher ein Antidonaria der Rondra? Ja, ich weiß nicht. Der hat den Gott der Götter angerufen, also keine Ahnung, was damit gemeint war. In dem Fall, ja. Verstehe. Der Gott der Götter ist Prios. Ja, das dachte ich auch, aber der hier war... Nein, also, Prios ist der Fürst der Götter. Er ist der Fürst, ja. Ach so. Ja, und in manchen Gegenden wird er als Göttervater bezeichnet und Travia die Göttermutter. Aber Midas, vielleicht wisst ihr da was zu. Das war auf jeden Fall ein Rondra-Geweihter, der allerdings offensichtlich verdorben war, aber er war kein Paktierer. Sagen die Geoden nicht, dass Sumu irgendwas mit Sumu, oder? Sumu. Ist Fex nicht der Gegenpart zu Prios? Nein. Ja, Fex ist der gute Gegenpart zu Prios, aber nicht der Prios den Anspruch des Götterfürsten betrügen würde. Fex ist nicht der Gegenpart des Prios, denn sie sind eine Familie, sie sind eins, sie sind 12. Sie repräsentieren unterschiedliche Standpunkte innerhalb der Familie. Oh, es ist so gut, dass Priodur hier ist. Nun, es ist voll viel Erfahrung. Ist gewissermaßen wie Tag und Nacht. Das eine muss auch das andere folgen, nicht wahr, Priodur? Es gibt immer solche und solche in allen Familien. Wartet mal, wir sind trotzdem Familie. Boron ist auch die Nacht, nicht Fex. Ich verstehe das nicht. Nun, Boron ist der Herr des Schlafes. Fex ist der Herr der Nacht. Und wer ist jetzt der Feind? Im Moment, habt ihr das richtig übersetzt? Ein mächtiger Feind der Priorskirche. Ja, habt ihr richtig übersetzt? Ja. Wer ist das? Natürlich habe ich das richtig übersetzt. Priodur? Ich wüsste es. Ich möchte seinen Namen hier nicht aussprechen. Nicht an diesem heiligen Ort. Fender? Nein. Viel schlimmer. Seid ihr vertraut mit den Riten des Herrn der Rache? Ach, das ist der Erzdämon, ne? Nee, den darf man nicht aussprechen. Sprich seinen Namen nicht aus. Nee, das habe ich schon gelernt. Ein Dämon, richtig? Nicht ein Dämon. Etwas, was zurückgeblieben ist durch den Einfluss des Herrn der Rache. Etwas, das offensichtlich viel Macht in sich trägt. Wie vertraut seid ihr mit den Vorgängen in der Stadt des Lichts im Jahr des Feuers? Gar nicht. Weniger. Ich habe meine Zeit sehr viel nördlicher verbracht in Abgeschiedenheit. Nun erzählt doch einfach. Nun, es heißt, dass ein mächtiger Diener dieses Fürsten der Finsternis der Niederhöllen... Ich wage es kaum auszusprechen. Eindrang in die Stadt des Lichts. Ich fürchte, es geht um diesen Diener des niederhöllischen Fürsten. Wie sollen wir da denn jetzt in 10 Tagen rankommen? Und wartet mal. Ich kram in meinem Rucksack rum. Ich weiß jetzt nicht, ob das passt, aber wir waren in Gareth im Hesindetempel. Mit diesem verdorbenen Rondra-Geweihten, von dem ich vorher gesprochen habe. Und ich habe den damals besiegt. Auf jeden Fall habe ich mir dann von ihm so ein Amulett eingesteckt. Als Trophäe. Und naja, Jainer Walner Jitzcock sagte, das war sehr gut, dass wir den erledigt haben. Dass das ein ziemlich mächtiger Feind der Götter ist. Er wollte nicht unbedingt konkret werden. Aber der Mann hatte lilane Augen und war allgemein sehr verwirrt. Und blutete golden. Und blutete golden, stimmt. Das auch. Auf jeden Fall habe ich mir ein Amulett von ihm eingesteckt, das er hatte. Ein Rondra-Amulett, zerkratzt. Hier, seht. Habt ihr... Weichen Schritt zurück.
Habt ihr Stimmen gehört seitdem, Ado? Nein. Mir geht's gut. Nicht verrückt als sonst. Würde das gehen? Schaut, oh. ich glaube, er hat hier mit einem Dolch dem Löwen die Augen ausgekratzt. Es kam mir so seltsam vor. Und, das war ein herausfordernder Kampf, deswegen dachte ich mir, ich steck's mir ein. Und Yitzchok meinte, ihr könntet das Amulett behalten. Er hatte keine Vorbehalte. Deswegen. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es tatsächlich einfach vergessen, ihn zu fragen. Das war schon in Rankarali Retainer, als ich das eingesteckt habe. Aber wenn wir es jetzt einem guten Zweck zukommen lassen können, dann würde mich das, glaube ich, erleichtern. Ja, aber wir brauchen doch den Feind von der Praios-Kirche, oder? Ich weiß nicht. Midas, also so wie Walner Yitzchok klang, der war schon sehr beunruhigt, was das anging. Könnte das ein Feind sein? Trotzdem habt ihr mir nicht das Amulett gezeigt. Ich habe es einfach vergessen, tatsächlich. Schau ihn mal an. Ganz gerne mal auf Menschenkenntnis dürfen. Er ist absolut ehrlich. Muss es denn tatsächlich der Gegenspieler Praios sein? Oder kann das, sind nicht alle Dämonen Feinde der Götter und damit auch ein Feind des Praios? Tau, vielleicht habt ihr was aus Oron noch, irgendein Andenken oder so, was man verwenden könnte. Aus Oron? Möchte ich nichts anwenden. Ich möchte am liebsten. Aranir. Oron ist gefallen. Es ist auch gut so, dass es gefallen ist. Da habt ihr recht. Also, was ist jetzt mit dem Amulett? Vielleicht solltet ihr das dem Vorsteher dieser Ordensburg zeigen. Vielleicht kann er damit etwas anfangen. Ja. Eurem Sonnenseher, meint ihr? Ich weiß nicht, ob seine Sicht nicht getrübt ist für solcherlei Dinge. Er sieht viel, obwohl er blind ist. Ja, dann gehe ich mal und frag ihn und ihr kümmert euch schon mal um den Rest, okay? Sollte ich euch nicht begleiten, Ado? Meint ihr nicht? Ja, komm mal, bitte. Was wolltet ihr besorgen, Ado? Nee, nichts besorgen. Ich will den Sonnenseher fragen, ob das in Ordnung ging mit dem Amulett. Hm. Was fehlt uns noch? Was steht denn noch auf der Liste? Genau. Warte, ich habe es bereits ins Garetische übersetzt. Der nächste Absatz lautet wie folgt: Ihr sollt etwas Vergängliches überwinden und etwas Ewiges beschaffen. Und etwas Vergängliches und etwas Ewiges. Wie soll man das bei dem Ritual hinzufügen? Ich glaube, das sind Details, um die wir uns dann kümmern können, wenn es soweit ist. Preis wird uns zur rechten Zeit die Wahrheit verkünden. Genau. Etwas Vergängliches erschaffen stand dort, nicht wahr? Nein, überwinden. Nun, das Vergänglichste ist wohl das Leben, das wissen wir alle doch. Wir werden unser Leben nicht. Wie schaffen wir es, etwas Ewiges zu schaffen? Wir wollen jetzt mal die philosophische Frage. Wie schafft man etwas Ewiges? Eine Idee ist ewig. Ein Schwert auch, oder? Nee, die rosten. Nein. Eine Erinnerung kann auch ewig sein. Selbst wenn wir sterben, gehen wir in Borons Hallen ein, wo die Erinnerung weiterleben wird. Sie muss aber aufgeschrieben werden, oder? Nicht unbedingt. Muss sie aufgeschrieben werden? Sie muss nur weitergegeben werden. Es könnte etwas mit der Gegend hier zu tun haben. Vergänglich ist die Angst, die Leute haben vor den Erzdämonen und der Dunkelheit. Und wenn wir Hoffnung in ihren Herzen setzen, dann weilt diese ewig bei ihnen. Ich finde das vortrefflich, wie philosophisch ihr an die Sache rangeht. Ich habe eher irgendwie an Brot gedacht. Also Weißbrot wird schnell faulig und es gibt so ein gutes... dunkles Brot aus Weiden, das hält ewig. Zwergenbrot und Zwergenkekse halten aber ewig. Aber ihr habt eine tatsächlich interessante Herangehensweise. Nun, das Brot für die Vergänglichkeit und der Leib, den wir damit nähren, für die Ewigkeit. Ich weiß bloß nicht, ob Brot essen als vergängliches Überwältigen durchgehen würde. Ich befürchte auch nicht, aber wessen Leib ist denn ewig? Der Leib Sumos.
In der Tat. Wie die Götter sind ewig. Wie sollen wir einen Gott schaffen? Außerdem ist das Ketzerei. Nein, das meinte ich nicht. Aber wir können den Leib Sumus nähren. Seht ihr die Überlegung, die dahinter steckt? Aber es wurde doch gesagt, erschaffen und nicht verbessern oder am Leben halten oder weiterführen. Das ist allerdings wahr. Machen wir vielleicht erstmal mit dem nächsten weiter. Vielleicht fällt uns zu diesem Jahr bei Zeiten etwas ein. So, da sind wir wieder. Wegen der Amulett will er bis morgen die Sonne befragen. Oh, ist er schon wieder da? Er weiß, was er tut. Arme Kerl, er wird nichts mehr sehen. Er hat Preis gesehen. Er hat alles gesehen, was er sehen muss. Wie das sagt, euer Gnaden? Nun, aus eurem Sichtpunkt mit Sicherheit. Herr Geron, ihr habt den nächsten Absatz übersetzt. Ich wollte Ihre Gedanken noch zu Ende bringen lassen. Der nächste Punkt, wie Midas wünschte. Göttliche Kunst, die Herrlichkeit von Preios in einem Kunstwerk wiedergeben. Mir fällt etwas zum Thema göttliche Kunst ein, aber das hat nichts mit Preios zu tun. Ist jemand von euch bewandert in irgendeinem Kunsthandwerk oder Handwerk? Ich bin ein Kartograf, aber... Ich bin Heiler, aber das wird nicht helfen. Unwahrscheinlich, nee. Ich spiele die Flöte und die Oboe. Spielt ihr sie gut? Ja, dann eher nicht. Ich hatte einmal ein preisgefälliges Werk von Eldan Gorbas gesehen. Ich glaube, bei Eldan Gorbas kriegen wir hier nicht so schnell her. Die sind unbezahlbar, habe ich gehört. Ganz genau. Sag, ist euch der Name Xeledon ein Begriff? Schon mal gehört. Auch irgendein Alveranier, nicht wahr? In der Tat, der Halbgott des Spottes, des Zufalls und des Wahnsinns. Doch er ist ein außerordentlicher Künstler. Und im diffusen Sinnetempel soll ein Bild von ihm hängen. Ein selbstgemaltes Bild, wahrlich göttliche Kunst. Und man nimmt an, dass es sich bei dem Bild um ein xelodonisches Peripat handelt. Ein mächtiges Artefakt Xelodons, Magie beeinflusst und angeblich Flüche brechen kann. Was ist denn Tiefusen? Das ist eine Stadt, oder? Tiefusen ist Teil des Städtischen Städtebundes, genauso wie Lovang und Riva. Ich glaube, da kommen wir in den nächsten 10 Tagen nicht so gut hin. Ich fürchte auch. Nicht, wenn einer nicht fliegen kann, nee. Vorhin hieß es nicht, wie so ein preisgefälliges Art Bildnis schaffen, ein Kunstwerk. Ja, es klingt eher so, als ob wir das selber machen sollen. Nun, es könnte Flüche brechen. Wäre doch sehr preisgefällig, nicht wahr, Preyador? In der Tat. Aber Xeledon... Das ist immer noch nicht selbst geschaffen. Achso, ich kann ein bisschen töpfern. Meine Mutter hat mir das beigebracht. Ich kommentiere gut, klar. Aber... Das ist doch kein Handwerk. Ganz genau. Hier drin, dass wir das Ganze selbst schaffen müssen? Nein, ich... Selbst müssen wir Ewige schaffen. Nun, dann müssen wir nur ein göttliches Werk beschaffen. Die Frage ist, wie wir wiedergeben, auslegen. Also die Herrlichkeit von Preios in einem Kunstwerk wiedergeben. Ob das... Wir können vielleicht eine Statue eines Greifen oder sowas hauen und dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und haben sogar was für die Ewigkeit erstellt. Nein, ein Zwerg? Für keine gute Idee. Habt ihr schon einmal einen Greifen gesehen? Ja, tatsächlich. Über Werheim. Bildern. Ja, nicht über Werheim. Über Gareth in der Schlacht in den Wolken. Ich meine aus der Nähe. Einer flog recht tief, ja. Also. Seid ihr euch seiner Pracht und Ewigkeit bewusst? Seid ihr ihre eindrucksvolle Tiere, ja. Oder Alveranier. Tiere? Sogar. Sind die Diener des Preios und keine Tiere. Sind nicht auch Tiere die Diener des Preios, genauso wie Füchse die Diener des Fex sind? Ich würde das
nicht über Semantik, aber es sind keine Tiere. Nun, das mitnichten. Aber auch die Tiere sind Diener des Preises. Wir könnten einen Greifenhort schaffen. Aha, und wie? Ich stelle mir Greifen vor wie große Vögel. So imitieren wir ein großes Vogelnest. Das kommt nicht mal ansatzweise dahin. Nun, nein. Ich bin nach wie vor auf der Idee, ein Bild zu beschaffen, das Preios Herrlichkeit wiedergibt. Einen Fluch zu brechen, das wäre sicherlich eine Wiedergabe dieser Herrlichkeit, die Preios ausströmt, aber... Wollt ihr eins klauen? Das hatte ich nicht gesagt. Aber Tiefußen ist ein weites Stück von hier, oder? Das ist wahr. Vielleicht... ein Gorbas wäre unbezahlbar, nicht wahr? Das sehr wohl. Wo residiert Eldan Gorbas? Ich weiß, dass er eine ganze Zeit lang in Gareth war, aber ob er da immer noch ist? Ich hörte von Zorgan. Ja, das wäre auf jeden Fall nicht so sehr. Meine Informationen war er in... Ich müsste einmal nachforschen, wo er sich gegenwärtig aufhält. Aber 10 Tage würden wir trotzdem nicht schaffen, ihn herzubekommen und ein Bild von uns zu machen. Man kann auch nicht so einfach mit einem Eldan Gorbas reden. Nun, können kann man schon. Man muss nur seinen Weg zu ihm finden. Naja, aber ich habe nur 10 Tage. Ah. Was sind denn noch Aspekte des Herrn Preios? Der Greif ist das heilige Wesen des Herrn Preios. Die Preisscheibe. Wir könnten einen Gesetzestext abschreiben. Kann jemand von euch schnitzen? Oh ja, das kann ich sogar. Meinen Stab hatte ich selber gemacht. Nachdem mein erster leider verloren ging. Könnt ihr dann vielleicht irgendwie... Also ich kann zwar was töpfern, aber... Das mit dem Brennen kriege ich auch noch hin. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem etwas herstellen. Ich weiß nicht, irgendwas... Ein Greifen schnitzen. Nun... Was ich noch anbieten könnte, wäre eine Karte, eine Landvermessung mit eingezeichneten Grenzen und entsprechender Gemarkung anzufügen, sodass es dem Herrn Preios ein Wohlgefallen ist, denn alles muss seine Ordnung haben. Das wäre... Können wir vielleicht die Karte mit der Schnitzerei verbinden? Ginge das?